Ich habe Ihnen heute das Thema digitales Amt und Identitätsmanagement mitgebracht. Ich glaube, gerade in Zeiten Corona und der Umstände, in denen wir uns befinden, ist es ganz wichtig, auch die Digitalisierung in den Vordergrund zu spielen und die Möglichkeiten umfassend ausnutzen zu können. Die Krisensituation hat uns gezeigt, uns allen gezeigt, wir machen Homeoffice, Videokonferenz wird zur Selbstverständlichkeit, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Und digitale Amtswege, digitale Prozesse sehen wir als einen wichtigen Faktor in dieser Krise, handlungsfähig zu sein. Nehmen wir nur das einzige Beispiel her, wie kann ich Unterschriften leisten, wie kann ich meine Prozesse abwickeln, wie kann ich meine Handlungsfähigkeit sicherstellen. Das geht heute mit Digitalisierungsmitteln einwandfrei. Wir haben die Handysignatur, wir haben umfassende Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um hier die entsprechenden Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Aber auch Homeoffice zeigt uns, wenn wir keine digitalen Prozesse haben, egal ob in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft, können wir kaum unsere Handlungsfähigkeit sicherstellen. Wenn ich nun unser Ministerium hernehme, dann sind wir heute zu einem Großteil auf Homeoffice umgestellt. Nur wenige Mitarbeiter befinden sich im Amtsgebäude, um dort das Krisenmanagement und Dinge abzuwickeln, die notwendig sind. Mit der Digitalisierung der vergangenen Jahren konnten wir sicherstellen, dass die ganzen Prozesse, Abwicklungen voll elektronisch erfolgen können und wir so in dieser Krise auch das entsprechend abwickeln können. Aber das betrifft natürlich auch die Prozesse zur Wirtschaft und zu Bürgern. Und deshalb möchte ich nun kurz auf das digitale Amt und Identitätsmanagement eingehen. Österreich GVAD, das war sozusagen die Initiative noch der Vorregierung, wo wir versucht haben, hier alles aus einer Hand zu ermöglichen, die Mobilität, die Amtswege entsprechend sicherzustellen. Und gerade in Zeiten wie der Krise sehen wir, dass nicht alle mit einem PC oder einem Notebook zu Hause ausgestattet sind. Gerade im Schulwesen ergreift nun die Bundesregierung eine Initiative, um 12.000 Schülerinnen und Schülern Notebooks zur Verfügung zu stellen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Ein Smartphone ist schon eher im Familienumkreis verfügbar, deshalb haben wir diese Mobilität, Amtswege am Handy, das digitale Amt am Handy online abzuwickeln als einen wesentlichen Faktor gesehen. Wir haben dazu insbesondere das Thema Mobile First strapaziert und wir sind nun seit geraumer Zeit, also knapp ein Jahr, ist der Launch her. Wie Sie sehen, hat sich das auch bewährt, weil die Mobilität ganz einfach umfassend ist. Wir machen heute nicht nur Videokonferenz und Kommunikation mobil. Wir machen Bankgeschäfte mobil, wir machen Shopping mobil. Und da ist es ganz, ganz wichtig, hier diese Möglichkeiten vollkommen auszuschöpfen und entsprechend diese Möglichkeiten auch für Amtswege sicherzustellen. Es ging uns hauptsächlich darum, gleich von der Konzeption, von der Architektur dieses Mobile First, das in der Krise, wie Sie ja wissen, ein wesentlicher Faktor ist, in den Vordergrund zu stellen und die Architektur auf das auszubilden. Nicht sozusagen vom Ansatz her, wir kommen von einer Webseite, die von Verfahren, von Webseiten, die auf PC und Notebook ausgerichtet sind, sondern wir haben die Strukturen gleich so geschaffen, die Architektur, dass sie auf mobile Tätigkeiten ausgerichtet ist und dann sozusagen den Umkehrschluss gemacht, aus diesen mobilen Verfahren dann eben die auch im Web anzubieten über PC oder Notebook. Das heißt, das digitale Amt war die erste Applikation, die einen Riesenschritt in die Richtung Mobile Government getätigt hat. Und das war für uns auch ein erster Probegalopp, wie wir hier mit der Mobilität und digitalen Amtswegen umgehen können und wie sich das bewährt. Wir haben schon zuletzt, habe ich erwähnt, was waren so unsere Services? Wir haben das in Bürgerkonferenzen erhoben, haben dort in den Bürgerkonferenzen einmal versucht einmal zu erheben, was sind die Bedürfnisse, was sind die wesentlichen Faktoren, die im Rahmen eines Services gegenüber der Behörde von den Bürgern und Bürgerinnen entsprechend nachgefragt werden. Und da war ganz klar, Wohnsitzänderung und Wahlkartenantrag waren die Highlights, die von allen gefordert wurden.
Wir haben das dann auch noch entsprechend um die Geburt, den digitalen Babypoint erweitert und das Reisepass-Erinnerungsservice. Die Handysignatur war uns ganz wichtig, die integrativ zu sehen und im Rahmen dieser Umsetzung auch als einen wesentlichen Teil unserer Umsetzung gleich als Bestandteil dieses digitalen Amtes zu machen, weil wir gesehen haben, wir können keine Wohnsitzänderung machen, wenn wir nicht die entsprechenden Identitäten zur Verfügung haben. Wir können keine Verfahren abschließen, wenn wir nicht am Ende dieses Verfahrens dann eine Unterschrift von den Bürgern und Bürgerinnen bekommen. Deshalb war für uns das Thema einfache, sichere Identifikation und digitale Signatur ein wesentlicher Teil. Wir haben dann aber auch gesehen, dass wir in dieser Mobilität unbedingt auch mit neuen Technologien wie Chatbot umgehen müssen und haben hier sofort die einzelnen Themen mittels Chatbot entsprechend abgebildet und haben Themen wie Reisepassbeantragung und Handysignatur entsprechend mit einem Chatbot abgebildet. Des Weiteren war auch die Frage, wie kommen die Leute effizient zu Informationen? Das heißt, wir haben unsere Flaggschiffe an entsprechenden Plattformen wie Helpris, USB und ATAGV entsprechend über eine übergreifende Plattform, übergreifende Suche angebunden, um dann die Informationen zu Amtsservices und Behördenwege entsprechend optimal anbieten zu können. Und wir haben dann auch letztlich, was sich in der Krise sehr gut bewährt hat, auch Informationen über die Verwaltung, über Aktuelles entsprechend angeboten. Ein wesentlicher Teil war natürlich auch, dass wir gesehen haben, wir können nicht alle Verfahren im digitalen Amt eigenhändig abwickeln. Das heißt, wir haben auch Verfahren angebunden mit einem sogenannten Single Sign-On, dass die Leute sich nicht noch einmal anmelden müssen und gleich direkt ins Finanzonline einsteigen können oder direkt ins Unternehmensserviceportal oder Transparenzdatenbank entsprechend einsteigen können und dort ihre Informationen und ihre Verfahren auslösen können, ohne sich noch einmal identifizieren zu müssen. Das war ein wesentlicher Teil unserer Abwicklung, die wir entsprechend hier gesehen haben, als ein wesentlicher Faktor, um Effizienz für die Bürger zu erreichen. Wir haben dann sozusagen das als Plattform Österreich GVD aufgesetzt. Das Projekt war ein Projekt mit sehr, sehr vielen Akteuren. Wir haben im Schnitt um die 50 Projektmitarbeiter im Projekt gehabt. Es ist noch immer sozusagen, wird hier entsprechend weitergearbeitet, natürlich mit anderen Schwerpunkten, wir haben gesehen, dass es sozusagen nicht nur eine App ist, die man hier schneller mal entsprechend umsetzt, sondern dass hier enorm viel Schnittstellen notwendig sind, enorm viel Information, Produktivsysteme und angebundene Systeme hier entsprechend umzusetzen sind. Wir haben auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen müssen und haben das entsprechend auch umsetzen müssen, so dass wir hier eine umfassende Darstellung und Implementierung auf einer zentralen Plattform sicherstellen konnten. Den Einblick, ich glaube, einige von Ihnen kennen Sie es. Sie können mit mehr oder weniger ein paar Klicks Ihre Wohnsitzadresse ändern, den Hauptwohnsitz abmelden und einen neuen Hauptwohnsitz anmelden. Sie können die minderjährigen Kinder entsprechend mit übersiedeln und bekommen am Ende dann eine Meldebestätigung im Verfahren und das nur über das Handy oder auch natürlich über das Web. Bei der Wahlkarte, das ist sozusagen von der EU-Wahl, aber auch dann die Nationalratswahl haben wir abgewickelt, können Sie sehr, sehr einfach Ihre Wahlkarte beantragen. Wir haben alle Gemeinden, die das Service anbieten und alle Stellen entsprechend hier integriert und sie wurden aufgrund der Wohnsitzadresse entsprechend zu ihrer Gemeinde, zu ihrer Wahlbehörde geführt und konnten da sehr, sehr einfach mit ein paar Klicks die Wahlkarte beantragen und wir werden das bei den nächsten Wahlen jeweils immer aktivieren. Der digitale Babypoint sollte Eltern die Möglichkeit geben, dass sie eigentlich mit der App sofort nach der Geburt schon bereits im Spital die Urkunden über die App anfordern können. Das heißt, sie vergeben den Vornamen des Kindes und sie bekommen dann automatisch Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Bestätigung der Meldeadresse und die IKA zugestellt.
und brauchen dann nicht mehr zu einer Behörde gehen, zum Standesamt oder zu der Personenstandsbehörde. Es wurden auch persönliche Checklisten angelegt, wo die Terminisierung, wann muss ich zum Ultraschall gehen, wann muss ich zum Mutter-Kind-Pass gehen, wurde alles entsprechend umgesetzt und abgewickelt, so dass sie eine vollkommen elektronische Abwicklung zur Verfügung haben. Reisepass-Erinnerungsservice, das Reisen wird uns jetzt ein bisschen verwehrt sein, deshalb ist die Erinnerung auf den ausgelaufenen Reisepass nicht so wesentlich. Aber wir haben es ermöglicht, dass man direkt auf das Identitätsdokumentenregister zugreift und so eine Erinnerung für den Reisepass rechtzeitig bekommt. Im Normalfall die erste Erinnerung 6 Monate vor Ablauf bei den endlichen Ländern brauchen Sie einen Pass, der nicht nur sozusagen kurz, sondern länger schon gültig sein muss vor dem Ablauf. Und es wird auch eine Kopie des Passes, wenn Sie das wollen, im eTresor abgelegt, sodass Sie den immer über die App mit bei sich haben. Vielleicht hier, wie wird das digitale Amt genutzt? Das heißt ein paar Zahlen, damit Sie auch sehen, wo stehen wir bei diesen verschiedenen Anwendungen. Es haben über 13.000 haben die Wohnsitzänderung durchgeführt. Die Wahlkarte wurde 47.000, über 47.000 Mal beantragt. Der digitale Babypoint ca. 4.100 Mal. Reisepasserinnerungsservice 21.000 Mal. Wir haben bei der Handysignatur mittlerweile der Folie noch ein falscher Begriff noch. Wir haben über 1,4 Millionen Handysignaturen aktiv, die täglich um die 60.000 bis 100.000 Signaturen nutzen. Das heißt, das ist kein Orchideenthema mehr, sondern wirklich ein Thema, das wirklich umfassend von allen genutzt wird. Der Chatbot im Vergleich zur Hotline kann man auch sagen, ist ein Verhältnis fast ein Viertel kommt nur mehr zur Hotline. Der Rest wird über den Chatbot abgewickelt. Also über 76.000 Anfragen über den Chatbot konnten erledigt werden, wenngleich wir nur hier das Thema Reisepass und Handysignatur anbieten. Und an der physischen Hotline haben nur mehr ca. 20.000 angerufen. Wir haben über 220.000 Downloads für die App. Im Web haben wir natürlich wesentlich mehr Nutzer. Und Webbesuche auf österreich.gv.at haben wir derzeit täglich zwischen 110.000 bis 230.000. Das ist auch der Corona-Krise geschuldet, da wir auch, was ich gleich dann auch zeigen werde, diese Plattform nutzen, um auch entsprechende Informationen aktuellen Grades entsprechend zu verbreiten. Vor Corona waren es ca. 40.000 bis 110.000 Nutzungen pro Tag, also auch eine sehr hochfrequentierte Web- und Informationsplattform. Interessant ist, dass ich eigentlich sozusagen von den Top 10 Lebenslagen jetzt gerade in der Krisensituation doch einiges geändert hat. In der Vergangenheit war Kfz, Geburt, Führerschein und Reisepass immer das Highlight. Es hat sich massiv geändert. Das heißt, wir haben heute das Thema Behördenwege. Wo kann ich welche Behördenwege elektronisch abwickeln als das umfassende Thema, das heute auf österreich.gv.at neben Corona abgefragt wird. Wie haben wir das auch entsprechend genutzt? Das heißt, wir haben die Plattform österreich.gv.at, Sie werden es wahrscheinlich auch medial etwas mitbekommen haben, genutzt, um hier diese Plattform mit dieser hohen Frequenz auch zu nutzen, um die entsprechenden Kampagnen für Coronavirus entsprechend auch an Informationsweitergaben sicherzustellen. Das heißt, wir haben alles, was von der Bundesregierung an Informationen, an zentralen Informationen notwendig war, eigentlich als die erste Seite geschaltet auf österreich.gv.at. Das heißt, auch heute, wenn Sie auf österreich.gv.at gehen, werden Sie sofort mit Informationen über den Coronavirus beteiligt. Das heißt, wir haben diese Kampagne Schau auf dich, schau auf mich entsprechend sofort in Österreich eingebaut und nutzen das auch auf der App, indem wir zum Beispiel, wenn Sie die App aufrufen, gleich die Hinweise bekommen zu Corona und unter aktuellen das auch entsprechend abwickeln können. Sie sehen dann, wir haben Themen, was Sie wissen wollten, wie Sie im Ernstfall handeln, aber auch das Thema, wenn Sie Unternehmen sind, dass wir Sie dann auch auf die entsprechenden Seiten überleiten auf dem Unternehmensserviceportal. Oder zum Thema Kurzarbeit oder
eine Initiative, die von unserem Haus ausgegangen ist, wie kann ich den Einkauf, den Onlinehandel von Marktplätzen heimischer Produkte forcieren, haben wir auf dieser Seite geschaltet und haben dann entsprechend einen Online-Marktplatz für heimische Produkte, also alle Online-Shops hier integriert, die das entsprechend heimische Produktwesen unterstützen, für den Konsumenten, aber natürlich auch für die Händler. Wie kann ich dann einfach einen Webshop öffnen, wo wir sie dann weiterleiten auf die entsprechende Serviceplattform für die Wirtschaft, wenn ich Händler bin, und wo ich dann alle Informationen bekomme. Das heißt, wir haben hier mit den zwei großen Portalen, Unternehmensserviceportal und Österreich GVD, einerseits für den Bürger, andererseits auch für den Unternehmer, die entsprechenden Seiten hier mit Informationen rund um den Coronavirus bestückt und haben so die vielen Menschen, die wir sonst erreichen, auch mit diesen Webseiten entsprechend gut mit Informationen versorgt und das gleich integriert und abgewickelt. Damit ist diese Plattform mehr als nur eine sozusagen Behörden-Webseite mit Behördenwegen, sondern wir haben hier digital alle Möglichkeiten, hier Bürger schnell und rasch zu informieren, Kampagnen entsprechend zu unterstützen und hier sozusagen die Plattform nicht nur als eine reine Amtswege-Plattform zu etablieren, sondern auch als die zentrale Plattform der Bundesregierung zu etablieren und für die Wirtschaft, das Unternehmensserviceportal, als den zentralen Anknüpfungspunkt, wo Härtefonds und die ganzen Unterstützungen, die sie brauchen, Hilfestellungen, Maßnahmen, entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das, was wir aber sehen, dass in dieser Zeit schon noch auch selbstreflektierend Kritik an den Abwicklungen zu sehen ist, weil wir verschiedene Behördenwege, sei es bei der Kurzarbeit, sei es beim Härtefallfonds, noch nicht so integrativ haben, sodass sozusagen die Abwicklungen über das Unternehmensserviceportal mehr oder weniger mit einem Klick, was ja möglich wäre, weil der Unternehmer identifiziert ist und wir haben über 300.000 aktive User am Unternehmensserviceportal, das wir dort gleich abholen, sondern das sind dann die Verfahren der entsprechend zuständigen Behörden. Und hier sehen wir schon noch einen sehr großen Nachholbedarf in der Frage, wie können wir digitale Verfahren bestmöglich umsetzen. Ein wesentlicher Teil bei dieser Umsetzung ist natürlich die Frage des elektronischen Identitätsnachweises. Und wir haben im digitalen Amt, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, hier ganz wesentlich das Thema Identitätsnachweis auch abgebildet. Das heißt, die Handysignatur ist auch Bestandteil der App von Österreich GVAT. Und die Frage der elektronischen Identität inklusive der EU-weiten Identität abzubilden und natürlich der digitalen Signatur, die heute gerade bei Homeoffice ein wesentlicher Aspekt der Nutzung ist. Diese elektronische Identität ist ganz wichtig für uns, dass die sowohl für den öffentlichen Sektor als auch den privaten Sektor nutzbar sein soll. Das ist ja heute schon der Fall. Wir wollen das aber noch stärker in die Richtung unterstützen, dass Sie in E-Shops, bei Banken, Versicherungen hier diese elektronische Identität verwenden und nicht bei den klassischen öffentlichen Verfahren wie Online, Finanz Online, Transparenzdatenbank und Unternehmensserviceportal. Das heißt, unser großes Ziel ist hier ganz einfach die Architektur so zu machen, dass hier alle entsprechend beteiligt sind. Diese Architektur setzt darauf auf, dass wir im Wesentlichen vier Säulen haben. Also auf der rechten Seite ganz einfach die Anwendung selbst, das ist der Service, das Sie nutzen. Dann die Authentifizierung und Autorisierung. Auf der anderen Seite dann die Daten, die gesammelt werden bzw. aggregiert werden und eventuell Attribute, die zur Verfügung gestellt werden. Wesentlich ist, dass die neue EID, die wir jetzt aufsetzen, eine sichere Registrierung ermöglicht, die ausschließlich über Behörden geht. Heute können Sie ja die Handysignatur auch vom privaten Registration Officers bekommen. Das wird künftig für den
ja, die nicht möglich sein, sondern Sie müssen entweder das im Rahmen der Ausstellung eines Passes oder bei einer Passbehörde tätigen. Wir haben immerhin 800.000 Pässe pro Jahr, die hier sozusagen automatisch auch eine EID mit ausliefern. Und damit glauben wir, dass wir sehr schnell in die Breite kommen. Das wird automatisch die vorhandene Handysignatur, also gestern waren es weit über 1,4 Millionen, werden automatisch überführt. Und es ist sozusagen eine Sicherstellung, dass die EU-Konformität der EID auch entsprechend gewährleistet ist. Das, was wir auch wollen, ist, dass wir natürlich all die Daten, die im Register zur Verfügung stehen, auch bereitgestellt werden, um so sicherzustellen, dass sie als Privater auch einen entsprechenden Mehrwert haben. Von der Architektur selbst, die ist relativ komplex. Also wir haben hier über Identity Provider ein entsprechendes Service, um die Stammzahlenregisterabfrage und Umwandlung in eine BPK sicherzustellen, die entsprechenden Policies abzubilden und natürlich den Zugriff auf die Register sicherzustellen. Wir haben weiterhin einen eindeutigen sektoralen Identifikator, die bereichsspezifische Personenkennung. Und wir haben in dieser Architektur sichergestellt, dass sie auch über entsprechende etablierte Identitätsprotokolle wie SAML und OpenID Connect ihre Services anbinden können. Die Daten aus den Registern werden nur mit Zustimmung des Bürgers oder der Bürgerin freigegeben. Aber wenn diese Freigabe erfolgt, haben Private auch Zugriff auf Registerdaten zu den entsprechenden Personen. Wenn wir hier jetzt nun die Architektur etwas genauer ansehen, im Backend ist die Hauptaufgabe, die BPK zu berechnen. Das heißt sozusagen, hier werden dann die entsprechenden Identitäten basierend auf dem Stammzahlenregister mit dem Dataset, dem Minimal Dataset, das in die EIDAS definiert wird, ausgeliefert. Das heißt BPK, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und optional eben weitere Merkmale bis hin zu dem Bild einer Person, das angefordert werden kann, oder die Meldeadresse oder entsprechende Fahrberechtigungen aus dem Führerscheinregister, Zulassungen aus dem Zulassungsregister und so weiter. Da sehen wir, dass wir damit ein Riesenpotenzial eröffnen und die entsprechenden Möglichkeiten für den privaten Sektor wesentlich höher ansehen, als das heute der Fall war. Im Frontend haben wir den klassischen Identitätsprovider, der hier sicherstellt, dass die Benutzerinteraktion, also Identifikation und Authentifizierung, abgewickelt wird. Und es wird sozusagen auch hier die Weitergabe dieses Minimal Dataset an das Backend sichergestellt und ein sicherer Ablauf zwischen Front- und Backend. Die Anbindung für die Services, sei das jetzt Car2Go, sei das jetzt ein öffentliches Service, erfolgt über Industriestandards. Also in einem Fall ist das SAML 1, SAML 2 oder auch entsprechend OpenID Connect. Wir haben aber auch sichergestellt, dass die Anbindungen mit einem MOA-ID, wie es heute der Fall ist, auch entsprechend abgewickelt werden können, um sicherzustellen, dass heute unsere über 80 Service Provider, die ja über 200 bis 300 Services angebunden haben, auch entsprechend einen sanften Übergang haben. Das heißt, wenn Sie das hier noch einmal betrachten, haben wir auf der einen Seite die SAML 2 bzw. OpenID Connect Verbindungen und wir stellen sicher, dass man auf der einen Seite Single Sign-On machen kann, Überbindungsservices, das EU-Login und die klassische EID über, wie sie heute erfolgt, quasi über die Handysignatur. Wir haben aber auch sichergestellt, dass Service Provider, die in der Vergangenheit schon mit MOA gearbeitet haben, dass die auch die Möglichkeit haben, über MOA-ID ihre Applikationen anzubinden und werden das MOA, das schon bereits so vorbereitet ist, braucht man nur upgraden und kann damit sozusagen diese Applikationen weiterhin so wie bisher fahren und es wird sozusagen vom MOA ein Mapping auf die neuen Protokolle und den Identitätsprovider durchgeführt.
Wie sieht es nun von der Übergangszeit aus? Wir haben uns entschlossen, hier eine Pilotphase einzuziehen, die im Gesetz auch entsprechend vorgesehen ist. Wir sind hier gerade im Start dieser Pilotphase, um schrittweise Service Provider und Passbehörden anzubinden und wollen jetzt aufgrund von Corona, wird sich das ein bisschen verschieben. Wir haben ursprünglich Ende dieses Jahres, viertes Quartal, den Echtbetrieb geplant und werden den jetzt mit ersten Quartal 2021 entsprechend aufsetzen, aber dann gleich auch die Anbindung von Registern für Attribute entsprechend sicherstellen. Das heißt, in der Pilotphase haben Sie auf der einen Seite die Möglichkeit, mit der Handysignatur auf eine EID sich abzugraden, und das sind Echtdaten. Pilotphase heißt nur gesetzlich, dass wir das System erproben, aber gleich in einer Echtsituation. Ja, was wir aber mit dem EID auch in Verbindung bringen, nachdem wir Attribute ausliefern, dass wir sagen, da können wir auch gleich die Ausweisplattform abbilden. Was sollen die Rahmenbedingungen sein? Ausweise wie zum Beispiel Führerschein sollen vollkommen digital verwendbar sein. Die Kontrolle durch die Polizei, aber auch durch Private soll möglich sein. Das heißt, sie zeigen ja wahrscheinlich viel öfters den Führerschein im privaten Kontext her als mit jemandem von der Behörde. Das heißt, unser Ziel ist es auch im privaten Sektor, die Ausweisüberprüfung sicherzustellen. Daher auch die Möglichkeit eines Offline-Moduses, weil sie im Online-Modus natürlich immer den Weg über die behördlichen Systeme gehen, und so könnten sie dann auch im Offline-Modus einen Führerschein, einen Attributsausweis entsprechend einem Privaten zur Kontrolle anzeigen. Die Lösung soll also nicht nur für Ausweise und Nachweise im klassischen Sinne erfolgen, sondern es soll auch Zusatzfunktionen geben, wie dass Sie Ihr Auto überlassen und den Zulassungsschein auf Zeit übergeben oder dass Sie mit den Attributen nur gewisse Auszüge zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Alterskontrolle bei einer Disco oder in einem anderen Zugangseinschränkungsbereich. Die Ausweise werden auf der Lösungsarchitektur vom elektronischen Identitätssystem basieren und die Attribute werden über dieses bereitgestellt. Damit haben wir sichergestellt, dass die Identität der Person sichergestellt ist und die Attribute von dieser Person nur ausgeliefert werden. Wir wollen mittel- bis langfristig natürlich aber auch sicherstellen, dass es ISO-Konformität im internationalen Bereich umgesetzt ist, damit auch die Anerkennung nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland sichergestellt ist. Wie kann so ein Führerschein ausschauen? Das sind Mockups hier. Sie sehen, es wird ein QR-Code zum Beispiel angezeigt, der, wenn er entzogen ist, ungültig ist. Die Daten werden direkt aus dem Führerscheinregister, in dem Fall beim Beispiel Führerschein, genommen, und die App zeigt Ihnen dann Ihre Daten aus dem Führerscheinregister an. Und wenn der Führerschein entzogen ist, dann wird das auch entsprechend vermerkt. Bei der Polizeikontrolle kann man wahrscheinlich über einen QR-Code oder ein anderes Medium wird sozusagen die Identität übergeben, und der Polizist hat hier im rechten Bild dann ihr Foto bzw. die Eckdaten aus dem Register, die er direkt aus dem Register bekommt und damit auch eine Überprüfung sicherstellen kann. Es gibt in den Kommunen weit über 100 Nachweise und Ausweise von Fischereikarte bis Jagdkarte und so weiter. Die wollen wir mit dieser Plattform sicherstellen, und deshalb ist für uns auch ganz wesentlich, dass das digitale Amt von der Architektur und von den Plänen eine Lösungsplattform ist, wo wir die verschiedenen Mittel und Services anbieten. Das heißt, wir wollen nicht nur sozusagen eine Ausweisplattform anbieten, sondern wir haben auch ja die elektronische Zustellung entsprechend abgebildet. Wir wollen Payment Services für die Behörden anbinden. Wir wollen den Registerverbund anbinden. Wir wollen Formulare anbieten. Und das Ganze wesentlich auch nicht nur für die Verwaltungsservices, sondern auch als Plattform für den privaten Sektor, um sicherzustellen, dass Österreich GVAD nicht nur ein digitales Amt im klassischen Sinne ist, sondern auch diese Identität
auf sehr hohem Niveau abbildet, die auch in der Wirtschaft natürlich genutzt wird. Und wir werden das auch entsprechend immer für den Bürger auf Österreich GVAD und spiegelgleich für den Unternehmer am Unternehmensserviceportal abbilden. Wir haben dazu im Bereich IoT hier nur ein kurzer Einblick, wie wir hier vorgehen. Ich habe schon erwähnt, es wird im ersten Quartal 2021 die IoT produktiv gehen. Es sollen dann auch die ersten Ausweise in eine Testphase gehen. Und wir werden dieses Ausweissystem, diese Ausweisplattform mittels einer Ausschreibung ermitteln. Da sind wir gerade dabei, das durchzuführen. Die Roadmap von Österreich GVAD ist etwas minimiert durch Corona. Wir haben hier ein paar Dinge jetzt entschärft. Sie sehen hier links oben die ursprüngliche Roadmap, wo wir eigentlich sehr, sehr viel noch jetzt im Juli launchen wollten. Das haben wir etwas reduziert, weil wir uns konzentriert haben auf die Corona-Themen und werden das dann entsprechend einer Neuplanung unterziehen, wenn die Krise vorbei ist, um zu sehen, was sind die wirklichen Notwendigkeiten. Hier noch ein kurzer Einblick, was wir im Backlog haben, was so möglich wäre, noch umzusetzen. Das heißt, Sie sehen, es wird uns hier nicht langweilig, wir werden da einiges noch an Aktivitäten setzen. In dem Sinne, wir haben durch die Krise gelernt, dass Digitalisierung ein wesentlicher Teil unseres Lebens geworden ist. Es ist sozusagen ein Boom, den wir erlebt haben. Und unsere Chance auf die beste Zukunft aller Zeiten haben wir heute, morgen und übermorgen. Lassen Sie uns gemeinsam die Digitalisierung nutzen und die entsprechenden Optionen ziehen, damit wir das zu unser aller Vorteil in eine Umsetzung bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.